So Leute, willkommen zurück zu Mega Man 10. Wir haben beim letzten Mal Commando Man besiegt und jetzt ist Blade Man dran. Blade Man gefällt mir. Den finde ich cool und deswegen haben wir uns den auch bis zum Ende aufgehoben. Oh, hier Militär-Szenario oder wie? Was bist du denn? Der ist ja geil. Moment mal, habe ich kein Leben mehr? Oh. Dann soll ich mich bei Gelegenheit mal in den Abgrund schmeißen. Ja, hier sind auch Instant Death Spikes. Ich möchte aber irgendwie auch gucken, wie es weitergeht. Also stimmt. Kann ich die Dinger vielleicht mit irgendwas, das wäre doch jetzt die Chance mal zu gucken. Nee, damit schon mal nicht. Damit auch nicht. Nee. Damit auch nicht. Aha, mit den Spikes kriegt man die. Und wie kriegt man das da oben? So nicht. Wahrscheinlich mit der C-Bomb, ne? Kann ich die nach oben schießen? Ja, okay. Es war jetzt nur Testlauf. Sehr schön. Gleich ins Continue. Bams. Alles weghauen hier. Das ist doch schön. Kann man hier alles fertig machen. Ich finde es schade, dass wir nur einen so einen Megatank tragen können. So, dann packe ich hier mal. Ich meine, die Spikes brauchen wir hier eh nicht. Deren Nutzer haben wir schon. Oder. Deren Dings haben wir ja eh schon herausgefunden. Der, gegen den sie effektiv sind. Das war ja Nitro Man. Dementsprechend kümmern wir uns um die jetzt gerade am wenigsten. Jetzt halt nur die Frage, wer hier effektiv ist. Wo ist Coil? Da ist Coil. Gibt zwei Möglichkeiten. Entweder der Baseball-Mann oder der Rocket Launcher-Mann. Okay. Tja, das war jetzt erstmal Einführung. Was ist das für ein Ding? Und jetzt kommt Einführung. Wie benutzt man das Ding, ohne zu sterben? Da wäre ich beinahe in die Stacheln gehopst. Wie? Das ist jetzt aber noch nicht Bossfight, ne. Erst Miniboss. Sonst wäre ich auch schwer. Den kennen wir doch auch, oder? Also zumindest so jemand in der Richtung. Da wurden echt alte Motive recycelt. So, jetzt reicht's. Aha. Nee. Item. E-Tank. Moment mal, kriege ich die mit dem Bubble Shield? Also mit dem Water Shield? Ja, ich krieg die mit dem Water Shield. Sie geben auf. So, wer ist. Wie geht's jetzt hier weiter? Okay, unser erster Save. Also Midway Point sozusagen. Aber jetzt muss ich auch sagen, jetzt hätte ich nichts gegen einen großen Waffenauffüller. Oder insgesamt mal einen Waffenauffüller. Oh ja. Danke. Ups, das war falsch. Hat zwar noch nicht alles aufgefüllt, aber fast.
Sag mal, bin ich denn da von da unten? Ah, von unten. Okay. Drecksack. Ja, aber der wird wahrscheinlich nicht der Einzige sein, der mir hier hinterher rennt. Ich verstehe, wenn ich das Ding nicht eine gewisse Zeit nicht in seinem Sinne benutzt habe, dann würde es wieder zurückfahren. Für den Fall, dass ich es gemacht habe und irgendwie mit Rush Jet oder so wieder zurückgefahren wäre. Ein Weapon Tank. Nee, der ist mir nicht wert. Das hingegen ist es mir sehr wert. Moment. Erstmal den Fuzzi da weghauen. So. So, Rush. Muss mir kurz mal da hochhelfen. So, es hat Rush nämlich komplett aufgefüllt. Ich weiß halt nicht, ob das die Waffe ist, die wir hier brauchen. Weil falls ja, dann verbrauchen wir die hier gerade komplett. Und dann war der große Waffentank nämlich eigentlich dafür. Das ist mies hier. Ich bin gerade sehr nervös, man hört es mir vielleicht an, weil ich nichts sage. Komm, jetzt aber, ja, mit vollem Leben, komm. Wo ist der Baseballmann? Die Bombe ist leider nicht voll. Da ist der R-Striker, ich hoffe, er ist es. 51, Bladen. Natürlich nicht. Ist es denn hier die C-Bomb? Ja, es ist die C-Bomb. Okay, dann. Dann wäre er wohl echt gegen den Dings am effektivsten gewesen, gegen den Baseballmann. Wusste ich nicht. So, wir laden jetzt einfach nochmal, weil. Dumm gelaufen. Dann wäre wohl. Weiß ich nicht, wer. Wer als erster Nitro-Mann, dann wahrscheinlich hier Army-Man. Ich habe gerade seinen Namen vergessen. Wo ist denn jetzt die? Da. Dann Swordman, dann Baseballman, dann also Strikeman. Und dann wäre es hier richtig losgegangen. Da, wo wir angefangen haben, hätte es wahrscheinlich aufgehört. Noch einen Schuss verballert, ne? Oh ja, und das reicht nicht mehr. Ich könnte jetzt einen Weapon Tank nehmen, aber ich glaube, den kriege ich auch mit Blaster jetzt fertig. Wenn nicht, dann nehme ich halt mal einen Weapon Tank. Kosten jetzt auch nicht die Welt. Ja. Da werde ich einen Weapon Tank nehmen müssen. Führt kein Weg dran vorbei, ist aber auch nicht so schlimm. Wir haben, glaube ich, eh nur einen. Den nehmen wir dann und dann kaufen wir uns einfach einen neuen. Ich weiß, Konsumgesellschaft und so weiter, alles keine echten Werte mehr, aber... Hoffentlich muss ich nicht noch einen E-Tank hinterherwerfen. Ne, wir haben sogar zwei Weapon Tanks. Funktioniert aber auch nur bei einer Waffe. Füllt nicht alles wieder auf. Und hier ist auch so, dass die Druckwelle mehr Schaden macht, als wenn ich ihn direkt treffe. Interessant. Aber er war schwer. Den hatte ich ja kurz überlegt, ob ich den zuerst machen soll, aber der war echt übel. Den hätte ich ohne Waffe, glaube ich, nicht geschafft. So,
You got a new weapon, Triple Blade. Ja. So, erstmal saven. Ein E-Tank weniger, ein Weapon-Tank weniger als beim letzten Save. Das geht so gar nicht. Aber dafür haben wir ja jetzt auch gespart. Also erstmal ein Weapon-Tank. Okay, kostet genauso viel wie ein E-Tank. Den E-Tank noch. Ich überlege, ob ich mir mal einen Beat kaufe. Aber nee, wenn ich mich in den Abgrund stürzen will, nützt ja nichts. Dann nehme ich lieber noch ein paar E-Tanks mit. So, jetzt kommt doch wieder Story, oder? Oh. Mega Man, bist du okay? Oh nein, er wurde vom Virus infiziert. Dr. Light, die Medizinmachmaschine ist weg. Was sollen wir machen? Ja, natürlich, das war so klar. Grüße, Leute, Menschen der Welt. Ich hoffe, ihr genießt die Effektivität meines kleinen Roboenza-Virus. Wenn es irgendwelche Roboter gibt, die die Heilung haben möchten, dann solltet ihr alle zu mir kommen und für mich arbeiten. Und denkt nicht, Mega Man wird uns retten, wie er es normalerweise tut. Er ist in einer netten Situation von Roboenza selber gefangen. Vielleicht, nun werdet ihr endlich mein wahres Genie erkennen. Die Welt ist mein. Achu. Ich hätte es wissen müssen. Das war Dr. Wily hat das alles gemacht. Ich muss ihn stoppen. Nein, du bist nicht in der Verfassung, irgendwas zu tun. Roll. Mega Man, nimm das. Ich dachte, du hättest deine Medizin schon genommen. Ich habe es aufgespart für den Fall, dass ein wirklich kranker Robot irgendetwas braucht. Aber Roll, du brauchst es. Wenn ich es benutze, kann ich Wily immer noch nicht stoppen. Aber wenn du es schaffst, wenn du es nimmst, kannst du ihn aufhalten. Ich danke dir, Roll. Bleib liegen. Ich werde Dr. Wily holen und genug Medizin für jeden holen. Wily besiegen und Medizin für jeden holen. Wir zählen alle auf dich, Mega Man. Viel Glück. Sei vorsichtig da draußen. Ja, bin ich. Ich wusste es. Also Dr. Wily als Bösewicht, als Guten, das geht nicht. Ups, das lassen wir. So. Jetzt haben wir ja die Waffen, jetzt wird es Zeit für den Hintergrundwechsel. Und da ist er. Da ist er. Und diesmal habe ich genug E-Tanks für dich dabei, Dr. Augenbraue. Wie oft haben wir dieses Ding eigentlich schon in die Luft gejagt? Tö, was ist das für ein komischer Weg? Heißt es, wir haben zwei Wegoptionen, die sich dann nochmal in zwei Wegoptionen teilen, wenn wir den einen Weg gehen? Ich habe keine Ahnung. Es sieht ein bisschen so aus. So, danke, dass du mir das Leben, das du mir abziehst, zumindest wiedergibst. Moment, ich habe doch eh kein Leben mehr, oder? Doch, ich hab. Okay. Na, immerhin die Spendierhosen haben sie an. So. Der erste Miniboss? Wer bist du denn? Ach, der lädt hier die Daten der von Gemini Man. Das ist der Gemini Laser und Woodman. Ich finde das gerade geil. Wieder Gemini Man, Gemini Lasers. Moment mal, könnte ich den mit dem Blaze eigentlich jetzt fertig machen? Nee. Okay. Dann laden wir nochmal den Save. Da will ich auf jeden Fall... Was
juckt mich denn die... Das ist mich gerade so an der Nase. Oh, ich sehe gerade, der Part ist auch vorbei. Ich will es auf jeden Fall mit vollem Leben machen. So, ihr lasst mir jetzt ein letztes Kommentar da, einen Daumen nach oben und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es hier weitergeht mit Mega Man 10. Bis dann, euer Wolf.